Wer gesund bleiben möchte, der muss sich bewegen. Ob Laufen oder Fahrradfahren, wichtig ist dabei, Bewegung muss auch Spaß machen. Doch wenn die Gelenke nicht mehr so wollen, wie sie sollen, dann brauchen wir Hilfe. Genau darüber informiert jetzt das Endoprothetikzentrum der Kliniken Maria Hilf. Bei der Veranstaltung am 21. Juni erfahren Sie in 5 Kurzvorträgen alles Wichtige über Knieprothesen, Schulter- oder Eigenbluttherapie. Die Reihe der 4 Referenten des Teams aus dem frisch zertifizierten Endoprothetikzentrum der Kliniken Maria Hilf an der Sandradstraße wird angeführt durch dessen leitenden Chefarzt Dr. Joachim Rödig. Er wird bei der Informationsveranstaltung über die totale Endoprothese des Kniegelenks sprechen. Viele Patienten leiden unter Knieschmerzen, was sie im Alltagsleben erheblich einschränkt. Mit der Knieendoprothese kann man die Patienten wieder dazu bringen, am Alltagsleben mit Spaß teilzunehmen. Sie können Lebensfreude zurückgewinnen, weil sie dann eben die Beschwerden an einer gewissen Krankheitsphase, bis sie sich erholt haben, los sind. Mit den neuen Verfahren, die wir vorstellen wollen, wäre die Knieprothese per CT für den Patienten spezifisch hergestellt und angepasst. Sie sind sehr gut. Ob die Langzeitergebnisse das auch widerspiegeln, was die bisherigen Ergebnisse zeigen, weiß man noch nicht. Aber die Patienten kommen damit sehr gut wieder zurecht und haben wieder Spaß am Leben. Die Informationsveranstaltung steht unter dem Motto Fit for Fun. 5 Ärzte werden an diesem Abend ihr Fachwissen weitergeben. Beginn ist um 18 Uhr im Forum der Burg Wegberg. Der Eintritt ist kostenfrei.